19 Krankenkassen haben nochmal im Jahr 2024 ihre Zusatzbeiträge erhöht. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, man mag es nicht glauben, aber zum 01.01.2024 haben ja viele Krankenkassen, viele gesetzliche Krankenkassen ihre Zusatzbeiträge erhöht. Und jetzt sind 19 Krankenkassen, die im Januar 2022 die Preise erhöht haben, nochmal dabei, die Zusatzbeiträge zu erhöhen, unter anderem auch die KKH und verschiedene Betriebskrankenkassen. Also meine Damen und Herren, das muntere Preistreiben bei den gesetzlichen Krankenkassen geht weiter, die Zusatzbeiträge werden erhöht und das geht alles zulasten von Millionen Rentnerinnen und Rentnern, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Das heißt also, die Preistreiberei bei den Zusatzbeiträgen geht munter weiter und ein Ende ist nicht in Sicht. Warten wir auf das Jahr 2025, da soll ja der Zusatzbeitrag, der jetzt im Bundesdurchschnitt bei 1,7% liegt, dann nochmal steigen. Und ich gehe auch davon aus, dass die Pflegebeiträge in der gesetzlichen Pflegeversicherung auch noch steigen werden, weil ja die Preise, die Kosten in der Pflege auch explosionsartig in den letzten Jahren gestiegen sind. Ja, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wo das enden wird, aber es gibt möglicherweise eine Lösung des Problems und das wäre die Bürgerversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung, wo alle Menschen in Deutschland in dieser Bürgerversicherung versichert sind und alle auch dann entsprechend einzahlen müssen, auch die Beamten, Politiker und auch die Selbstständigen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.